Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Livestream der DUWE 3D AG überhaupt zum Thema Polyworks 2020, effizienter Alltag auch in Krisenzeiten. Mein Name ist Klaus Knoll, ich bin Vorstand bei der DUWE 3D AG und beschäftige mich seit ca. 11 Jahren mit Polyworks und mit dem Thema 3D-Koordinatenmesstechnik. Und neben mir steht Hans-Peter DUWE, der beschäftigt sich schon etwas länger mit Polyworks, nämlich über 20 Jahre. Und noch viel länger mit der 3D-Koordinatenmesstechnik, seit seiner Doktorarbeit eigentlich. Und Polyworks 2020, effizienter Alltag auch in Krisenzeiten. Ich meine, Krisenzeiten haben wir jetzt alle erlebt. Ich glaube, jeder weiß, wovon ich spreche. Auch bei uns in der Firma hat sich einiges getan. Wir mussten uns natürlich umstellen wegen der Corona-Pandemie. Und ja, so Zeiten hast du auch noch nicht erlebt gehabt, oder? Nein, Klaus, so Zeiten habe ich noch nicht erlebt. Guten Morgen, liebe Zuschauer, liebe Damen und Herren, liebe Kunden, liebe Polyworks-Anwender, liebe Partner, alle, die zuschauen. Ich kann Sie heute nicht sehen. Leider können wir Sie hier nicht begrüßen in Lindau. Das Anwendertreffen ist ausgefallen, unsere Messe in Stuttgart ist ausgefallen. Und so stehen wir heute hier vor Ihnen virtuell, oder beziehungsweise wir sind hier live und Sie schauen uns zu. Es hat sich viel verändert, Klaus, ja. Die Rahmenbedingungen haben sich komplett geändert, wahrscheinlich auch für Sie als Zuschauer. Für uns hier bei DUWE 3D in Lindau, in unserem neuen Gebäude, sah es auf einmal ganz anders aus. Es war alles leer, keine Kunden mehr, Sie waren nicht mehr da. Dafür jetzt ein Livestreaming im Raum. Das heißt, für uns war es natürlich, wie stellen wir uns auf die neuen Rahmenbedingungen ein? Wie gehen wir damit um? Wie finden wir die richtigen Entscheidungen, die effektiven Handlungsanweisung bzw. Maßnahmen, um nachher effizient weiterzuarbeiten, Klaus. Ja. Und da bin ich jetzt sehr froh, dass es langsam wieder losgeht. Die Schulungen haben begonnen. Das Gebäude füllt sich wieder. Das Wetter ist heute wieder schön, wie sonst beim anderen Treffen. Also alles bereit, um neue Chancen zu nutzen, das neue Format, das wir Ihnen hier zeigen, zu nutzen. Ich finde es ganz toll, dass wir diese Technologien jetzt auch im Einsatz haben, dass es die Möglichkeiten gibt, mit Ihnen hier live und virtuell in Kontakt zu treten, um Ihnen auch die neuen Produkte vorzustellen, alles, was wir Neues machen. Und dazu wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, interessante Beiträge hier. Klaus, du führst durch das Programm mit allen Mitarbeitern hier, bei denen ich mich bedanken möchte, dass Sie das alles vorbereitet haben. Herzlichen Applaus. Bitte klatschen Sie auch zu Hause. Hat gut geklappt bisher und ich hoffe, es funktioniert. Gut, Klaus, vielen Dank. Danke dir, Hans-Peter, für diese Einführung. Danke. Ja, Hans-Peter hat es schon erwähnt. Wir haben viel vor heute. Was genau? Ich selber werde eine kleine Einführung machen zum Thema effiziente Messtechnik mit Polyworks. Was ist damit gemeint? Dann wird man die Vorstellung der neuen Version haben. Wann kommt sie? Wie bekomme ich sie? Wie ist es drumherum? Und dann haben wir ein ganz neues Format, was wir Ihnen präsentieren möchten, einen realen Workflow mit Polyworks im Einsatz, bei dem man wirklich sehen kann, wie man effizient damit arbeiten kann. Das werden einige Kollegen gemeinsam machen, der Niklas Hochgürtel, der Martin Passauer, die Stefanie Kirschner, der Christian Beiswanger. Polyworks 2020 stellt Ihnen Andreas Stefan vor. Dann haben wir was vorbereitet zu dem Thema Schulung in Pandemiezeiten. Niklas Hochgürtel, unser Leiter für den Bereich Schulung, wird Ihnen was vorstellen. Und ich werde am Schluss noch ein paar Worte zu unserem Anwendertreffen 2020 verlieren. Ja, effiziente Messtechnik mit Polyworks. Warum ist Effizienz überhaupt so wichtig in der Messtechnik? Naja, die Digitalisierung macht sie notwendig. Denn die Digitalisierung sorgt dafür, dass eben der Wettbewerbsdruck in der Industrie steigt. Und die Effizienz zu steigern ist jetzt ein Weg oder kann bedeuten, sich in diesem Wettbewerb eben durchzusetzen. Und außerdem steigt natürlich in der Digitalisierung die Bedeutung von Daten ganz allgemein, aber auch von Messdaten im Speziellen in Ihrem Umfeld. Und jetzt, wenn die Bedeutung steigt und man mehr Messdaten braucht und mehr Messdaten aufnehmen möchte, in gleicher Zeit verarbeiten, auswerten, analysieren, dann muss man eben effizienter arbeiten, um das zu bewerkstelligen. Also auch da steigt der Druck zur effizienten Verarbeitung von Messdaten. Das ist jetzt nicht nur meine Meinung, sondern das ist eine Meinung, die wir uns gebildet haben, wenn man mal so in den letzten Monaten in die Nachrichten schaut. Also die Wirtschaftswoche hat schon Anfang letzten Jahres
die Automobilzulieferbranche eigentlich so ein bisschen als Krisenbranche identifiziert, weil es eben einen ganz geballten Spar- und Effizienzdruck der Hersteller gibt, auch von einigen von Ihnen, weil da eben auch ein Wandel stattfindet in Richtung Elektromobilität, viele Umstellungen, die da zu tun sind. Vor ein paar Wochen kam eine Studie raus vom Digitalverband Bitkom, da wurde der veröffentlicht und der kommt zu dem Schluss, dass eben die Digitalisierung mehr Wettbewerb generell erzeugt und somit natürlich auch der Druck auf die Effizienz steigt. Und in der Fachzeitschrift Maschinenmarkt hat man vor ein paar Wochen gelesen, ja, die Messtechnik kann für Effizienz und Präzision in der Produktion sorgen. Ja, das heißt, auch die Messtechnik ist die Möglichkeit, die Effizienz der gesamten Firma zu steigern. Also wie Sie sehen, Effizienz spielt bereits eine große Rolle in der Branche und die aktuelle Situation beschleunigt diese Entwicklung auch noch. Warum? Naja, es gibt jetzt durch Corona ganz neue Herausforderungen an die Effizienz und auch an die Resilienz von Unternehmen und auch von Abteilungen von Ihnen. Denn bei Ihnen mussten auch Prozesse bestimmt angepasst werden und durch die Pandemielage verändert werden. Und das auf ganz verschiedenen Ebenen. Erstmal bedeutet Corona natürlich, dass die Lieferketten unterbrochen waren. Da mussten sie sich erstmalig umstellen. Durch die Shutdowns war dann auch zum Teil ein Produktionsausfall die Folge. Aber natürlich ist auch die Nachfrage nach Produkten und auch nach Industrieerzeugnissen dadurch zurückgegangen. Das kommt auch aus dem privaten Bereich durch diese Lockdowns, also durch die Lockdowns. Während man quasi im Homeoffice sitzt, kauft man jetzt nicht gerade ein Auto, weil die Autohäuser auch zu haben. Oder sie konnten nicht verreisen, weil eben Reisen überhaupt eingeschränkt waren und auch die ganzen Fluglinien haben zugemacht. Und in dieser Zeit werden die natürlich auch keine neuen Flugzeuge bestellen und so weiter und so fort. Also diese ganze Nachfragepyramide und Kette war beeinflusst. Wenn jetzt der Umsatz zurückgeht, dann ist auch ganz natürlich, dass sich Unternehmen die Kostenseite anschauen. Und die Kostenseite bedeutet, Effizienz zu steigern, um eben Kosten reduzieren zu können. Oder solche Instrumente zu nutzen, wie zum Beispiel Kurzarbeit. Und viele von Ihnen kennen ja dieses Instrument gut. Auf einer ganz anderen Ebene gab es auch Herausforderungen an die Zusammenarbeit, nämlich durch das Thema Homeoffice. Viele von Ihnen haben angefangen, mehr von zu Hause aus zu arbeiten. Es wurden ja auch viele Firmen ja fast schon geschlossen oder nur im Notbetrieb am Standort aufrechterhalten. Und viele von Ihnen sind nach Hause geschickt worden und waren im Homeoffice. Und bestimmt haben Sie gemerkt, dass es eine Herausforderung ist, jetzt immer noch zusammen an Daten zu arbeiten oder an Datensätzen oder an Messdaten ganz speziell. Ich meine, die werden irgendwo aufgenommen und wenn ich jetzt im Homeoffice daran arbeiten möchte, dann brauche ich da erstmal Zugriff drauf. Das muss organisiert werden. Also das ist eine neue Herausforderung durch die Pandemielage. Außerdem macht Corona klar, wie abhängig wir eigentlich in der Messdatenaufnahme noch von manuellen Prozessen sind. Und ich bin mir sicher, dass das Thema Automatisierung und Automation auch in der Messdatenaufnahme, welches übrigens schon seit einigen Jahren eine große Rolle spielt, nochmal an Bedeutung gewinnen wird. Einfach dadurch, dass eine automatisierte Messdatenaufnahme ganz unabhängig davon ist, ob ich jetzt gerade dort vor Ort sein kann oder nicht. Gut, was haben wir jetzt heute mit Ihnen vor? Also ich bin heute nicht da oder wir sind nicht da, um Sie zu schockieren oder Ihnen die Realität in Ihrem Unternehmen in den letzten Wochen nochmal genau zu erklären. Sondern eigentlich wollen wir Ihnen heute Wege aufzeigen, wie Sie Ihre Messtechnik mit Polyworks daran anpassen können und dafür sorgen können, dass Sie auch in den Krisenzeiten effizient arbeiten können. Und dazu wollen wir Sie informieren, nämlich welche neuen Polyworks-Produkte es gibt und wie Sie Ihnen weiterhelfen können, Ihre Effizienz zu steigern. Dann wollen wir Sie heute auch inspirieren, indem wir Ihnen hoffentlich ganz neue Lösungsmöglichkeiten zeigen, die Sie noch nicht kennen. Wir haben, wie gesagt, ein Workflow-basiertes Format vorbereitet, was Sie nachher sehen werden, wo wir Ihnen einen unserer Workflows bei uns zeigen, wie wir mit Polyworks sehr effizient arbeiten. Und ich hoffe, das inspiriert Sie, das auch umzusetzen. Und dazu möchten wir Sie auch motivieren, denn wir wollen Ihnen zeigen, es ist möglich, diese Lösungsansätze auch selbst auszuprobieren. Es ist möglich, die selbst umzusetzen bei Ihnen. Und deswegen machen wir heute auch einen Livestream. Wir zeigen Ihnen, dass es live möglich ist.
Und wir machen das sehr angelehnt an unsere Praxis, damit Sie auch den Bezug sehr gut kennen. Denn von einem sind wir überzeugt: Polyworks macht Messtechnik effizienter. Und zwar erstens wegen der vielen Funktionalitäten. Viele von Ihnen arbeiten schon länger mit Polyworks. Sie werden wissen, dass Polyworks im Funktionsumfang ständig wächst, ständig neue und wichtige Funktionen hinzukommen. Und das sorgt natürlich dafür, dass Sie Ihre Aufgaben besser erledigen können, effizienter erledigen können, auch neue Aufgaben mit Polyworks erledigen können. Das ist auch quasi nichts Neues, aber auch die Polyworks-Version 2020 wird wieder neue Funktionalitäten haben, die zur Folge haben, dass Sie hoffentlich effizienter und besser damit arbeiten können und Ihre Aufgaben besser erledigen können. Ein Beispiel: Es wird eine Funktionalität geben zum Übertragen von, sagen wir mal, Einstellungen, die ich an einem Teil einer Serienmessung mache, auf alle anderen Teile dieser Serienmessung. Das heißt, wenn ich jetzt im Nachhinein merke, ich muss noch eine Toleranz oder eine Einstellung oder ein Merkmal an einem nach der Messung ändern, dann mache ich das jetzt an einem Teil und kann das einfach auf 20 übertragen, anstatt dass ich in jedes dieser 20 Teile reingehe und diese Änderung dort jeweils in der Messung durchführe. Also spart natürlich Zeit und ist ein effizienteres Arbeiten. Aber nicht nur auf der Funktionsebene oder Funktionalitätsebene haben wir uns Gedanken gemacht, Innovmetric, und wir haben uns auch in den letzten Jahren viel mehr um das Thema Usability gekümmert. Und Usability ist natürlich die Frage nicht der Funktionen an sich, sondern wie ich mit existierenden Funktionen arbeite und umgehe, um eben besser, effizienter und schneller zu meinem Ziel zu kommen. Und auch da wird ständig auch die Oberfläche versucht anzupassen. Ich meine, bei vielen Funktionen ist das eine ganz schöne Herausforderung, die auch gut und übersichtlich darzustellen. Aber auch da gibt es in Polyworks 2020 eine neue Hilfe, gerade für Leute, die die Funktionen noch nicht so gut kennen, vielleicht gerade am Anfang mit Polyworks stehen oder eben neue Funktionen ausprobieren wollen, die sie nicht kennen. Das ist nämlich eine kontextbasierte Hilfe, die einen sozusagen durch eine Funktion durchführt. Und der dritte Aspekt, warum Polyworks die Messtechnik effizienter macht, ist die Universalität. Polyworks ist eine universelle Plattform, die Sie natürlich an jedes Koordinatenmessgerät anschließen können. Und Universalität bedeutet, dass Sie eben Ihre Aufgabe unabhängig vom Messgerät in Polyworks planen, vorbereiten können und dann nachher ein universelles Projekt zur Verfügung haben, welches Sie auf jedem Gerät messen können. Und das heißt, diese Austauschbarkeit zwischen den Messgeräten und diese Unabhängigkeit, die Sie dadurch erlangen, und auch diese gemeinsame Basis zur Analyse Ihrer Messdaten, quasi ein Polyworks-Report sieht immer gleich aus, egal auf welchem Messgerät, und Sie haben natürlich keinerlei Probleme, weil Sie verschiedene Software haben und dann zwischen diesen einzelnen Ergebnissen und verschiedenen Reports und Formaten und Darstellungen hin und her wechseln, sondern Sie haben alles beieinander. Das macht Sie natürlich sehr effizient. Was etwas neuer ist, ist der Aspekt der Zusammenarbeit in Polyworks. Deswegen gibt es seit einiger Zeit die Polyworks Collaborative Suite. Und auch die macht Sie effizienter, weil sie eben die Zusammenarbeit besser organisiert. Polyworks Data Loop ist ein Produkt, eine zentrale Datenbank zum Speichern und Verwalten von Messdaten, die es Ihnen eben ermöglicht, gemeinsam an Messdaten ortsunabhängig in einer zentral verwalteten Datenbank, auch cloudfähigen Datenbank, zu arbeiten. Werden Sie nachher noch sehen, wie das im Einsatz ist. Durch die Polyworks Collaborative Suite und auch insbesondere durch die Datenbank sind jetzt aber auch effiziente Workflows möglich. Das heißt, Sie sind jetzt in der Lage, digitale Workflows zu realisieren und Ihre Arbeit in verschiedenen Abteilungen, an verschiedenen Stellen in Ihren Abteilungen besser zu koordinieren und zu orchestrieren. Und diese digitalen Workflows sind natürlich nur durch eine digitale Plattform, ein digitales Ökosystem, Polyworks, möglich. So macht Polyworks sie effizienter. Was haben wir als UW3D AG damit zu tun? Wir können sie eben mit Polyworks effizienter machen. Und zwar erstens, indem wir sie
beraten. Das Thema Consulting spielt eine immer größere Rolle in unserem täglichen, in unserer täglichen Arbeit. Das heißt, wir sind in der Lage, eben uns zusammen mit Ihnen Ihre Prozesse anzuschauen, Ihre Herausforderungen, Ihre Aufgaben anzuschauen und dann gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die Sie dann in die Tat umsetzen können. Wir können Sie effizienter machen, indem wir Poloworks für Sie anpassen und das Thema Customizing. Customizing bedeutet, dass wir entweder Funktionen bauen durch Makros oder eigene Programmierungen, die genau auf Ihre Anforderungen angepasst sind, also sehr customized sind, deswegen die Sie sehr effizient ausführen können. Oder auch, dass wir die Oberfläche für Sie so anpassen, dass Sie optimal arbeiten können für genau Ihre Messaufgabe. Wir haben auch ein eigenes Plugin, viele von Ihnen kennen es, D3D++. Das ist eine eigene Entwicklung für Poloworks. Und diese eigene Entwicklung, da sammeln wir eigentlich eine Vielzahl an Funktionen, die Sie hoffentlich effizienter machen. Da sind Poloworks-Makros drin, da sind nützliche Funktionalitäten an verschiedenen Stellen in Poloworks drin, aber vor allem beim Import von Prüfmerkmalsplänen. Wir wissen, Sie planen Ihre Prüfmerkmale sehr oft zentral, haben da Listen, die Sie dort aus diesen Programmen exportieren können und wir sorgen dafür, dass Sie die mit einem Mausklick eigentlich in Poloworks einblenden oder einbinden, ja, quasi importieren können und dann verwenden können. Dann sorgen wir auch mit Schulungen dafür, dass Sie Poloworks gut kennen, die Funktionen gut kennen und gut damit arbeiten können und dass Sie damit effizient arbeiten können. Und falls es mal nicht so läuft, wie Sie sich das vorstellen, in Ihrer Messtechnik oder in Poloworks, haben wir auch den Support. Und das heißt, Sie sind in der Lage, uns anzurufen und wir helfen Ihnen hoffentlich sehr schnell und kompetent weiter und damit es dann schnell bei Ihnen in der Arbeit weitergehen kann. Das ist, was wir tun. Hier kommt es, wie wir es tun. Wir wollen es eigentlich zusammen mit Ihnen machen. Wir wollen ein gutes Verhältnis mit Ihnen pflegen. Wir haben auch ein sehr gutes Verhältnis mit vielen von Ihnen und das liegt uns auch am Herzen. Wir sehen uns als Metrology Coach an Ihrer Seite. Das heißt, wir wollen Ihre Prozesse verstehen. Wir wollen gemeinsam mit Ihnen Lösungen entwickeln, weil uns eben Ihr Erfolg am Herzen auch liegt. Das heißt, ich kann Sie nur ermutigen, erzählen Sie uns, was Ihre Herausforderungen sind. Reden Sie mit uns über die Probleme, die Sie haben, über die Herausforderungen, die vielleicht auch in Zukunft an Sie gestellt werden. Sagen Sie uns, was Sie beschäftigt, welche Aufgaben Sie gerade haben, wo es vielleicht auch mal hakt. Sehen Sie uns einfach als Ihre externe Ressource, die Sie nutzen können. Und ich bin mir sicher, dass wir mit unserem Know-how und mit einem guten Team und auch mit kreativen Ideen da bestimmt weiterhelfen können. Ja, und damit wollen wir auch heute schon anfangen, denn auch wir wollen heute auf Sie eingehen und deshalb haben wir auch das Format eines Livestreams gewählt. Hier im Livestream haben wir eben die Möglichkeit, auch Fragen zu notieren und am Schluss dann nochmal darauf einzugehen. Ich weiß nicht, wie viele kommen werden, vielleicht nicht auf alle, aber wir werden Sie auf jeden Fall gut notieren und können auch im Nachgang auf Sie eingehen. Wir werden auch am Ende dieser Veranstaltung live auf die wichtigsten Fragen eingehen und sie direkt beantworten. Und dafür haben wir ein Tool, was Sie jetzt entweder rechts oder links von mir eingeblendet sehen, wo Sie Ihre Fragen reintippen können. Wir schauen uns die an und wie gesagt, machen Sie das. Wenn Sie jetzt schon Fragen haben, können Sie es tun, nachher zu den einzelnen Vorträgen, zu unserem Workflow, zu Poloworks, zum Anwendertreffen, was auch immer. Schreiben Sie da rein und dann können wir Ihnen antworten. So, jetzt habe ich aber genug gesprochen. Ich übergebe jetzt an meinen Kollegen Andreas Stephan. Andreas leitet schon seit einiger Zeit, wie lange? Seit einigen Jahren. Seit einigen Jahren, 15 ja. Jahren, 16 Jahren, gell? Ja, 17 Jahre bin ich jetzt bei Duwe und seit einigen Jahren bin ich verantwortlich für die Kundenbetreuung. Genau. Genau. Und er sagt Ihnen jetzt, wie Poloworks 2020 so kommt und was Sie dazu erwarten haben. Ja, richtig. Danke, Andreas. Alles klar. So, hallo, auch von mir, hallo aus dem Filmstudio der Duwe 3D AG. Ich werde, bevor die Fragen alle in den Chat kommen, einfach mal die Frage gleich mal beantworten. Wie kommen Sie denn zur neuen Version? Wie wird die ausgeliefert? Was ist Inhalt?
Das sind die Fragen, die ich heute gleich mal beantworte. Ja, Polyworks 2020 IR2, die werden wir ausliefern. Und ich kann Ihnen gleich sagen, nehmen Sie den Mundschutz ab, die ist virenfrei. Ja. Wir liefern aus die 2020 IR2 und zwar deswegen die IR2 wegen der deutschen Benutzeroberfläche. Wir übersetzen die deutsche Benutzeroberfläche und die wird dann eben zur IR2 eingebaut und deswegen werden wir die IR2 Ihnen verschicken. Sie werden morgen, beziehungsweise eventuell sogar schon heute Mittag, eine E-Mail bekommen, wo Sie die neue Version herunterladen können. Diese E-Mail ist Ihnen schon bekannt. Sie werden da auf eine Seite geleitet, wo alle Download-Links drauf sind und wo Sie die Version runterladen können. Zuzüglich allen Informationen wie neuen Shortcut-Listen, Benutzerkonfiguration und so weiter und so fort. Unter anderem finden Sie auch eine Wartungsinfo-PDF auf dieser Webseite. Da müssen Sie sich ein bisschen Zeit nehmen dieses Mal. Hier haben wir detailliert beschrieben, was alles neu ist, ausgehend von der IR0 bis zur IR2. Die PDF hat so 40 Seiten. Vielleicht drucken Sie es sich aus und nehmen Sie es sich mit als Bettlektüre. Aber da steht alles im Detail nochmal drin, Erneuerungen erwarten können. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn Sie dieses gesamte Live-Event hier gesehen haben, Sie werden recht flott die Polyworks 2020 IR2 installieren wollen. Und wir haben natürlich alles schon vorbereitet, das ist klar. So, was mich besonders freut an der neuen Version ist unter anderem, dass wirklich einige der von Ihnen als Kunde angefragten Themen in Polyworks integriert worden sind. Das heißt, Sie rufen uns ja an und sagen, ich bräuchte die Funktion, wäre das nicht besser, das so zu machen. Und heute kann ich tatsächlich mal auch sagen, die Funktion, die der Klaus schon erwähnt hatte, mit diesen Teilevorlagen, das rückwirkende Anwenden von Einstellungen auf bereits gemessene Teile, das ist echt super. Das Ding ist klasse. Das heißt, früher hatten Sie müssen, wie gesagt, konnten Sie das nicht anwenden auf schon gemessene Teile, jetzt geht's. Und das war eine große Anfrage von vielen unserer Kunden, wahrscheinlich auch von einem von Ihnen, der jetzt hier draußen sitzt. Die Funktion ist eingebaut worden, das war ein richtiger Kraftakt, also da musste man in die Architektur der Software Polyworks schon mal ordentlich reingehen. Aber Inofmetik hat es gepackt und Sie werden da auch nochmal Details sehen im Nachgang an meine Vorstellung. Benutzerfreundlichkeit ist schon erwähnt worden. Polyworks wird immer komplexer, immer mehr Funktionen, immer mehr Plugins und so weiter und so fort. Inofmetik hat sich viel Zeit genommen, die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen. Es gibt sogenannte Content-Hilfen, also die Sie direkt bei der Funktion dann sehen, so werden Sie direkt logisch an die Funktion herangeleitet. Auch dort ist viel verändert worden. Dann unser eigenes Produkt ist schon erwähnt worden, D3D++, Import, Prüfmerkmaßpläne, Makros, nützliche Funktionen als Plugin für Polyworks. Das haben wir ebenfalls angepasst auf die Version 2 und Sie werden auch diese Version runterladen können auf der Wartungsinfo-Seite, die Ihnen zugeht. Ja, was haben wir noch getan? Wir haben unsere Support-Mitarbeiter qualifiziert auf 2020. Das heißt, Sie könnten ad hoc anrufen, jetzt in dieser Minute den Support, eine Frage stellen zur neuen Funktion. Die wird Ihnen auf jeden Fall beantwortet. Und dieses Event, das jetzt ja noch weitergeht, das jetzt noch ins Detail geht, wird ebenfalls auf der Wartungsinfo-Seite morgen Ihnen zur Verfügung stehen. Wir nehmen dieses gesamte Event auf und Sie werden morgen dort einen Link bekommen, um sich das nochmal in aller Ruhe anschauen zu können. Tja, nichtsdestotrotz, wir dürfen ja auch nicht stehen bleiben, müssen was tun. Was wollen wir tun für unsere Kunden, für Sie? Wir wollen ein Kundenportal bauen, sind schon dran, die ersten Schritte sind getan, damit wir noch enger mit Ihnen in Kontakt treten können. Was soll das Kundenportal speziell Ihnen liefern? Sie können direkt mit uns Kontakt aufnehmen über das Kundenportal. Sie können aus dem Kundenportal direkt über One-Click eine Websitzung starten. Sie werden
dauerhaft alle relevanten Polyworks-Versionen auf dem Kundenportal vorfinden und runterladen können. Wir werden Benutzerkonfigurationen, Anleitungen und Layouts dort hochstellen. Bezüglich Benutzerkonfiguration fällt mir gerade was ein. Und zwar, wir haben ja eine DUWE 3D-Benutzerkonfiguration, die sich primär darum kümmert, die Einstellungen in Polyworks so zu gestalten, dass man effizient arbeiten kann mit der mobilen Messtechnik, mit Polygonmodellen oder Punktewolken. So, jetzt haben wir natürlich viele, viele Kunden, die die CNC-Maschinen nutzen. Da haben wir uns jetzt eine neue Benutzerkonfiguration überlegt, die Benutzerkonfiguration erstellt. Und die wird natürlich dann auch im Portal verfügbar sein. Die heißt dann DUWE 3D-Benutzerkonfiguration. Diese Benutzerkonfiguration, die möchte ich Ihnen aber nicht vorenthalten, bis das Portal da ist, sondern die ist morgen oder heute in dieser Wartungsinfo ebenfalls schon zum Herunterladen zur Verfügung gestellt. Was machen wir noch im Portal? Wir erstellen gerade viele Videos. Wir haben die Corona-Zeit, sage ich mal, genutzt, um viele Funktionsvideos zu stellen. Diese Videos werden alle ins Portal kommen. Diese Videos werden Ihnen helfen, Funktionen auszuführen, Funktionen zu lernen. Und wir haben da schon eine ganze Reihe an Videos und neue Funktionalitäten werden jetzt noch hinzukommen. Wenn Sie bei uns im Support anrufen, dann wird jeder Ihrer Anrufe dokumentiert. Sie beschreiben ein Problem, Sie haben eine Frage, Sie melden eventuell auch einen Bug, dann wird das dokumentiert in einer Anfrage. Diese Anfrage dokumentiert Ihre Frage, aber auch unseren Lösungsweg. Und in Zukunft wird es so sein, dass Sie in diesem Kundenportal Ihre persönliche Anfrage sehen können. Sie können den Status dort abfragen oder sehen. Sie können die Anfragennummer sehen. Und wenn Sie zu diesem Fall noch Fragen haben, können Sie mit dieser Nummer, mit dieser Anfragennummer, die individuell ist, wieder uns schreiben, uns anrufen, sich beziehen auf die Nummer. Wir wissen sofort, um was es geht und können Ihnen dann auch weiterhelfen. Wir werden auch alte Polyworks-Versionen reinstellen, einfach weil viele User auch ältere Polyworks-Versionen brauchen. Wahrscheinlich dort immer diesen letzten Patch, also meistens ist es dann diese IR12, die wir dort ablegen. Ja, ich komme jetzt auch fast schon zum Schluss. Wichtiger Hinweis von uns, von der Kundenbetreuung noch ist, Sie brauchen neue Lizenzschlüssel. Also die 2.19er Lizenzschlüssel werden Sie nicht glücklich machen mit der Version 2.20. Das heißt, Lizenzschlüssel für 2.20 müssten eingespielt werden. Ist ganz einfach, bei einer Einzelplatzlizenz gehen Sie in Workspace Manager, dort in den Lizenzmanager und laden sich diese Key-Datei einfach herunter. Die wird dann einfach aus der Cloud geladen. Wichtig ist, Sie müssen Ihren Dongle anstecken, damit die Dongle-Nummer bekannt ist. Sollten Sie mit Ihrem Rechner nicht am Internet sein, dann rufen Sie uns einfach an. Wir schicken Ihnen gerne diese Keys einfach zu. Für alle Anwender von Netzwerklizenzen ist es so, dass die Keyverwaltung, unsere Keyverwaltung, diese Dateien schon zugeschickt hat. Die können Sie nicht einfach so runterladen. Jeder registrierte User einer Netzwerklizenz hat bereits eine E-Mail bekommen von uns mit den Keys für die Version 2020. Ja, das war eigentlich auch schon mal die grobe Information von uns. Also Sie sehen, heute ist Event, heute Mittag haben Sie die Wartungsinfo, das heißt morgen können Sie loslegen und ich glaube, das lohnt sich, dass Sie sich die 2.20 gleich mal anschauen und bleiben Sie dran, das wird hier wirklich sehr spannend. Wir zeigen jetzt im Detail, wie es weitergeht. Und Sie wissen ja, wenn Sie Fragen haben, wo Sie uns erreichen, das ist klar. Ich würde jetzt hier mal abschließen, wünsche Ihnen allen noch eine schöne Veranstaltung und würde abgeben an meinen Kollegen, den Herrn Niklas Hochgürtel. Der wird Ihnen im Bereich der Schulung noch einige Neuerungen sagen. Vielen herzlichen Dank und viel Spaß noch. Vielen Dank, Andreas. Als Verantwortlicher für alle Schulungen bei DUWE 3D ist es mir ein großes Anliegen, dass unsere Schulungen so nah an den realen Anforderungen unserer Kunden dran sind wie nur möglich.
Deswegen habe ich meinen Kollegen Martin gebeten, ein Teil zu konstruieren, was wir in unserem E-Learning oder in unseren virtuellen Präsenzschulungen nutzen können. Martin befindet sich im Moment im Homeoffice und aus Sicherheitsgründen sind viele von den anderen Kollegen auch noch in Deutschland verteilt im Homeoffice und kommen nur ins Metrology Center, wenn es notwendig ist, zum Beispiel, weil man ein Messsystem benutzen muss. Martin hat das Teil bereits konstruiert und zeigt Ihnen jetzt, wie er mithilfe von PMI Plus Loop direkt in NX Prüfmerkmalslisten und Prüfmerkmale anlegen kann. Martin? Ja, hallo aus dem Konstruktionsbüro der Duwe 3D AG. Es ist also kein Zufall, dass ich heute ein Karohemd trage. Wir befinden uns in Leipzig, das sieht man zum einen am Mark-Kleeberger See im Hintergrund und zum anderen verrät es jetzt hier auch ganz klassisch Google Maps. Ja, wir sind in Leipzig und Google Maps soll es nicht gehen. Es soll heute um PMI Plus gehen. Es soll um die Prüfmerkmalsplanung gehen im Konstruktionsprogramm. Ich habe den Auftrag bekommen, ein Teil zu konstruieren. Das ist jetzt fertiggestellt, das sieht man hier. Und ich möchte jetzt direkt im Konstruktionsprogramm schon die Prüfmerkmale erstellen. Dazu nutze ich PMI Plus Loop. Das ist ein Add-on, das ist installiert, das sieht man hier oben. Und ich fange jetzt hier an, indem ich mir Ansichten erzeuge, ähnlich wie ich das im Inspektor tun kann. Die erste Ansicht nenne ich jetzt Ausrichtung. Warum nenne ich die Ausrichtung? Ja, weil ich mir hier drin die Ausrichtemerkmale definieren soll. Ich habe mir jetzt als Konstrukteur überlegt, dass eine Ebene Linie Punkt Ausrichtung ganz gut wäre. Deswegen erzeuge ich mir hier die Geometrien dieser Automatikfunktion. Ebene habe ich schon erzeugt, dann ein Kreis, ein zweiter Kreis und eine Linie aus diesen Kreisen. So, die Linie bekommt dann direkt die Abhängigkeit. Wunderbar, das ist schon eine Besonderheit, das geht mit klassischen PMIs nicht. So, die Ausrichtung habe ich damit abgeschlossen, also die Merkmale habe ich abgeschlossen. Ich wähle jetzt eine weitere Ansicht und zwar die Seitenansicht. Also die wähle ich und benenne die auch so. Und in dieser Seitenansicht möchte ich jetzt wissen, die Höhe und hier einen Winkel. Dazu zunächst mal die Merkmale erzeugen. Ich habe zwei Ebenen und erzeuge mir daraus den Abstand und bekomme hier als Prüfmerkmal den 3D-Abstand vorgeschlagen. Das wäre in Ordnung, aber ich möchte jetzt auf Nummer sicher gehen, wähle direkt den Z-Abstand und eine Toleranz von plus minus 0,5. Gut, weiter geht's zum Winkel. Gehe ich analog vor, klicke einfach die beiden Ebenen an, erzeuge das und in den Einstellungen Prüfmerkmale passe ich noch die Toleranz an. Gut. Ja, damit ist das schon abgeschlossen. Jetzt interessiert mich noch Form und Lage. Drehe das Ganze jetzt mal ein, erzeuge mir wieder eine neue Ansicht. Form und Lage. Und möchte hier jetzt eine Ebenheit vergeben. So diese Ebene hier oben sein. Ebenheit, sagen wir mal 0,3. Ohne Bezug. Und dann noch eine Parallelität, und zwar dieser Zylinder zu dieser Ebene. Dazu benötige ich, wie auch im Inspektor, zunächst die Bezüge. Ja, die Geometrie hier, die habe ich noch nicht erzeugt, deswegen zunächst mal schnell den Zylinder noch erzeugen. Und auch hier, das ist eine wichtige Stelle, deswegen gibt es eine sehr enge Toleranz. Die Freiheit kann sich der Konstrukteur ja nehmen. Und genau, prüfe das Ganze jetzt noch auf Parallelität. Mit 0,2 auf den Bezug A. Wunderbar. Überprüfe ich bloß noch kurz, ob das Ganze zugewiesen wurde. Ja, das passt. Damit habe ich jetzt auch diese Ansicht abgeschlossen. Und im letzten Schritt möchte ich noch ein paar Vergleichspunkte erzeugen. Nehmen dazu wieder eine neue Ansicht.
Vergleichspunkte. Und ich habe jetzt eben auch hier die Möglichkeit, direkt Vergleichspunkte auszuwählen. Also ich muss nicht über Merkmalspunkte gehen. Und verteile jetzt hier auf der Außenhaut ein paar Punkte. Vielleicht sieht es jetzt willkürlich aus. Da wird aber dann später noch etwas dazu gesagt. Also steckt schon eine bestimmte Systematik dahinter. So, gut. Die tragen jetzt alle die Toleranz von plus minus 1 mm. Das ist mir jetzt zu grob. Deswegen gehe ich in die Liste Prüfmerkmale. Wähle die Vergleichspunkte aus und passt das Ganze. ,1 symmetrisch und dann noch minus 0,5. Wunderbar. Und jetzt könnte ich hier direkt noch Prüfnummern vergeben. Das ist auch eine sehr schöne Funktion. Das ist jetzt ein Klick. Ich habe hier ziemlich viele Vergleichspunkte. Vielleicht verliere ich da die Übersicht und kann die jetzt hier durchnummerieren. Ja, damit bin ich jetzt schon fertig in NX. Ich sage jetzt speichern und exportieren. Also kann ich jetzt aufhören, aber ich möchte mir das Ganze jetzt noch anschauen. Dazu öffne ich jetzt ganz einfach ein leeres Inspektor-Projekt und importiere diese zusätzliche Datei. Die enthält jetzt das CAD-Modell und den Prüfmerkmalsplan. So, jetzt ist ja eine ganze Menge reingekommen. CAD-Modell, ganz viele Objekte und ich möchte mir das Ganze jetzt in der Liste Prüfmerkmale nochmal genauer anschauen. Beginnen wir mit der ersten Ansicht. Das war ja die Ausrichtung. Kann ich jetzt erkennen. Alle meine Ausrichtemerkmale sind da. Auch die Linie mit den Abhängigkeiten. Wunderbar. Jetzt gehe ich weiter in die Seitenansicht. Hier habe ich den Winkel und den Abstand. Das ist soweit auch in Ordnung. Hier nehme ich mal eine kleine Korrektur noch vor. Ja, Form und Lage war das nächste, da habe ich die Ebenheit und den Zylinder, der auf Parallelität geprüft wird, ist auch in Ordnung. Und zu guter Letzt die Vergleichspunkte. Wunderbar, ist auch in Ordnung, auch hier die Prüfnummern sind jetzt vorhanden. Ja, damit speichere ich jetzt das Ganze ab. Und damit wäre mein Teil jetzt erledigt. Im nächsten Schritt geht es jetzt zu meiner Kollegin. Ist ja die große Frage, wie gebe ich denn das Projekt weiter? Zippe ich das Ganze und lade es auf irgendeinem Verzeichnis hoch? Verschicke ich es per E-Mail? Oder packe ich einen USB-Stick in einen Briefumschlag und verschicke den? Nein, ich nutze dazu Dataloop. Jetzt werde ich noch eine Sache machen, dass ich das Ganze auch wiederfinde. Ich gebe hier in den Teileeigenschaften oder in Projekteigenschaften zumindest mal die Zeichnungsnummer ein. 88131, Preisfrage, was ist das? Postleitzahl von Lindau, ganz genau. Speichere das Ganze jetzt ab und starte den Upload. Jetzt kann ich noch einen Namen vergeben. Ist jetzt einfach mal Prüfmerkmalsplanung und los geht's. Okay. Und damit kann jetzt meine Kollegin, mit der es jetzt weitergeht, die Steffi ist als nächstes dran, kann das Ganze dann ja, suchen und weiterarbeiten. Tschüss. Vielen Dank, Martin, fürs Konstruieren von dem Bauteil. Ich habe vom Niklas nun den Auftrag bekommen, dein Bauteil zu prüfen, ob wir daran eine Schulung für ein mobiles Messgerät halten können. Ich lade jetzt direkt von Dataloop das Projekt runter und wir kennen jetzt nun alle die Postleitzahl von Linda 88131. Da ist schon das Projekt und ich öffne das direkt. Als erstes werde ich jetzt nun eine Vorlage anlegen und zwar hier kann ich jetzt über das Plus eine Vorlage anlegen. Ich nenne das jetzt einfach mal mobiles Messsystem erzeugen. Ich werde das jetzt mit dem Faroarm dann einfach mal durchsimulieren. Das heißt, ich wähle hier den Faroarm aus und gehe direkt in den Simulationsmodus und verbinde mich auch.
Zur Orientierung werde ich jetzt als erstes eine Flächenpunktvorausrichtung machen, damit ich, falls wir das Bauteil produzieren lassen, mich dann auch auskenne und mich dann führen lassen kann beim taktilen Messen. Dazu gehe ich jetzt hier auf Ausrichten, Flächenpunkte und setze jetzt die Flächenpunkte an markante Punkte vom Bauteil. Und zwar 3 auf die Ebene, dann hier nochmal 2 nach dem 3-2-1 Prinzip, das heißt hier noch der letzte Punkt. Dadurch, dass ich mit dem Faro-Arm verbunden bin und über den Simulationsmodus, hat er jetzt nun alles durchgetastet. Die Flächenpunktvorausrichtung ist nun schon angelegt. Martin hat vorhin gezeigt, dass er unterschiedliche Ansichten schon angelegt hat, und zwar möchte er eine ebene Linie-Punktausrichtung. Dazu sind die Merkmale schon angelegt. Ich gehe jetzt hier rein und definiere die Messmethode. Das heißt, ich möchte die Ebene tasten, und zwar mit 5 Punkten. Die beiden Kreise bearbeite ich gleichzeitig. Das heißt, auch die möchte ich tasten. Und für die Hilfsebene möchte ich gern die Bezugsebene A verwenden, für die Kompensation nach außen und das Ganze mit 4 Punkten tasten. Nun kann ich auch direkt die Merkmale über den Simulationsmodus tasten. Das geht jetzt nun wieder ganz schnell. Und ich kann nun die Ebene-Linie-Punktausrichtung anlegen. Über merkmalsbasiert Ebene Linie Punkt die Reihenfolge und kann jetzt die Ebene, die Linie und den Kreis auswählen, bestätigen. Nun haben wir die Funktionsausrichtung angelegt. Ansonsten sind noch hier 2 Ebenen drin, die geprüft werden sollen. Auch diese 2 Ebenen möchte ich gerne tasten. Das heißt, ich stelle hier wieder ein Tasten. Und mit 4 Punkten. Und jetzt fehlt hier bei den Merkmalen nur noch der Zylinder auf dieser Seite. Der soll dann auch getastet werden. Und zwar Kompensation nach außen mit 6 Punkten. Auch die Merkmale kann ich jetzt wieder über den Simulationsmodus tasten lassen. Mal schauen, ob das dann später in der Realität auch so schnell geht. Und jetzt fehlen nur noch die Vergleichspunkte. Damit ich das Projekt ein bisschen besser strukturieren kann, lege ich jetzt mir Leiern an. Und zwar kann ich hier 2 hinzufügen. Eine Leier nenne ich jetzt mal Ausrichtung. Die dritte Leier ist dann später für die relativen Vergleichspunkte. Und nun weise ich jetzt den Bezugsmerkmalen hier die Leier zu, Ausrichtung. Und jetzt kommen wir schon zu den Vergleichspunkten. Die blende ich jetzt mal ein. Die Besonderheit an diesen Vergleichspunkten ist, dass sie relativ gemessen werden sollen. Dazu habe ich zufälligerweise das D3D++ Plugin installiert. Das hat jetzt eine neue Benutzerführung. Ich kann direkt hier über die Symbolleiste draufgehen und Vergleichspunkte zum Beispiel interaktiv verknüpfen. Das heißt, ich verknüpfe jetzt den Vergleichspunkt 1 mit dem zweiten und dem dritten. Das heißt, ich kann direkt eine Kette machen. Natürlich können auch ganz normal nur eine Abhängigkeit verknüpft werden, so wie der Flächenpunkt 6 zu 5. Oder hier an der Seite können wir auch wieder nochmal eine Kette machen von Flächenpunkt 10 zu 7 und 8.
Nun kann ich, damit ich später noch weiß, welche die relativen Vergleichspunkte sind, diese markieren. Flächenpunkt 2, 3, 6, 7, 8 und gehe jetzt hier in die Eigenschaften, weise die Layer relative Vergleichspunkte zu, kann natürlich das auch noch korrigieren, weil hier glaube ich einer habe ich jetzt falsch nicht draufgelegt. Nochmal nachschauen, das ist der Flächenpunkt 7, 8 ist drauf. Genau, da habe ich aus Versehen den Flächenpunkt 6. Das ist kein relativer. Der soll nicht auf der Layer liegen, sondern der Flächenpunkt 5. Nun kann ich die Standardvergleichspunkte einfach mal tasten. Das ist der 1, 4, 6, 9 und 10. Über Rechtsklick Istwert tasten. Werden die jetzt ganz schnell durchgetastet. Und nun wähle ich die relativen Vergleichspunkte aus. Muss hier noch ganz kurz in den Eigenschaften reingehen und die Messmethode auf Tasten stellen. Dann kann ich die hier über das D3D++ Plugin relativ tasten lassen. Sie sehen jetzt, dass wir den ganzen Ablauf gemessen haben. Wichtig ist dann, wenn man real am Messgerät arbeitet, die Reihenfolge von den Vergleichspunkten. Deswegen lege ich jetzt hier in der Vorlage noch einen Messablauf an. Sobald ich den hier automatisch erzeugen lasse, Messablauf mobil, sehen Sie, dass automatisch die Reihenfolge berücksichtigt wird. Nun ist die Vorlage fertig. Ich mache noch den Simulationsmodus raus und lade das Ganze jetzt hoch auf Dataloop und kann nun somit das Projekt ganz einfach Niklas übergeben. Der kann sich nun anschauen, ob das so für ihn in Ordnung ist. Aber ich würde sagen, mit dem Bauteil kann man sehr schön eine Schulung an mobilen Messgeräten machen. Vielen Dank, Steffi. Ich habe das Projekt geöffnet. Schau mir mal im Inspektor an, was Steffi für mich vorbereitet hat. Ah ja, ich habe meinen Dongle oben vergessen. Und da öffne ich das Projekt einfach im Reviewer. Das ist kein Problem. Das lädt jetzt ein bisschen. Die Dateien oder die Daten müssen noch vom Server geladen werden. Aber das sollte nicht so lange dauern. Da sind wir. Ich kann hier durch die Prüfmerkmalsansichten durchschauen. Das sieht gut aus. Ja, das Teil gefällt mir. Das werde ich in Bestellung geben. Jetzt sind wir in einem Live-Event und da muss man immer ein wenig mogeln. Wir haben das Teil bereits vor Ort. Und jetzt die Möglichkeit, dass Christian und Steffi gleichzeitig im selben Projekt, allerdings an verschiedenen Orten, anfangen zu messen. Deswegen übergebe ich an die beiden. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, ist, dass wir hier diese Ebene zweimal messen. Einmal die Ebene 3 und dann über die Vergleichspunkte haben wir hier nochmal Tastpunkte. Das kann ich jetzt hier an der Vorlage ändern. Das heißt, ich gehe wieder in die Vorlage rein, lösche die Ebene 3 raus und verwende jetzt die Vergleichspunkte 3, 4, 5. 8 und 9. Und mache aus denen jetzt Merkmalspunkte aus Objekten. Die sind jetzt verknüpft mit den Vergleichspunkten. Aus diesen verknüpften Merkmalspunkten erzeuge ich eine Ebene, eine konstruierte Ebene. Die kann ich jetzt auch gleich wieder hier bei dem Winkel verwenden,
dass der Winkel gemessen wird. Das ist jetzt hier diese Ebene 8. Und was jetzt neu ist, ich kann auch auf diese konstruierte Ebene noch zum Beispiel eine Ebenheitsprüfung hinterlegen. Und zwar hier unter Einstellungen Prüfmerkmale, Ebenheit von 0,3 und es wird jetzt für die Prüfung die Tastpunkte aus den Vergleichspunkten verwendet. Jetzt habe ich meine Vorlage angepasst. Christian hat ja schon das Cover 2 gemessen, ich das Cover 1 und wir haben jetzt hier eine Vorlage. Diese Vorlage kann jetzt Christian schon verwenden für die weiteren Messungen und was ich jetzt machen möchte, ist, dass ich diese bearbeitete Vorlage rückwirkend auf die bereits gemessenen Teile anwende. Das ist jetzt neu möglich. Und zwar wähle ich jetzt hier die bereits gemessenen Daten Covers an und wende jetzt diese neu bearbeitete Vorlage an. Das heißt, ich habe die Änderung jetzt in der Vorlage drin, in den gemessenen Teilen. Christian kann die Vorlage schon weiterverwenden und nun möchte ich jetzt auch diese Änderung Martin, unserem Konstrukteur, weitergeben, damit er auch auf dem aktuellen Stand bleibt. Dazu exportiere ich jetzt einfach über hier Datei, Export, Polyworks, Messplan, den Messplan und kann den nun Martin wieder weitergeben. Ja, hier im Leipziger Konstruktionsbüro bin ich jetzt immer noch auf dem alten Stand. Um die Änderungen zu sehen, die Steffi in der Prüfmerkmalsplanung vorgenommen hat, importiere ich jetzt den zuvor von ihr exportierten Prüfmerkmalsplan. Dazu nutze ich in den X wieder diesen PMI Plus Reiter, sage hier Import und öffne die Datei. Wenn man jetzt auf diese Ansichten schaut, wird hier gleich eine zusätzliche Ansicht auftauchen. Die trägt den Namen Änderung von Steffi. Die öffne ich jetzt. Und jetzt sehe ich hier die Änderung. Und zwar diesen Winkel, den gab es schon. Das ist jetzt nichts Neues, aber er bezieht sich jetzt auf die Ebene 8, wenn sich jemand gemerkt hat. Das war die, die Steffi als letztes erzeugt hat. Und zusätzlich sehe ich auch diese Ebenheitsprüfung, die auf diese Ebene angewandt wurde. Wunderbar, ich bin jetzt auf dem aktuellen Stand und gebe weiter zu Christian, der hat jetzt noch was mit der Messmaschine vor. Ja, danke Steffi, danke Martin. Dieses Bauteil brauchen wir natürlich auch für unsere Messmaschinenschulung und ich bin jetzt momentan dabei, dieses Projekt dafür zu bearbeiten. Dass sich am Umfang der Auswertung hier gar nichts ändert, mache ich auch kein neues Inspektorprojekt, sondern verwende das bestehende, überarbeitete Projekt der Steffi. Und jetzt habe ich schon ein paar Schritte erledigt, und zwar folgende. Also zum einen habe ich die Teilevorlage für mobile Geräte kopiert und bearbeite jetzt diese Kopie. Zum anderen haben wir natürlich hier noch eine Vorrichtung, eine Aufspannung. Die wurde eingescannt, importiert und somit kann ich die für den Kollisionsschutz verwenden. Dann wurden eben die Messmethoden hier aufs aktuelle Gerät angepasst, sprich aus Tasten wurde CNC-Tasten. Die Vorausrichtung war bei den mobilen Geräten eine Flächenpunktvorausrichtung. Die habe ich hier ersetzt durch eine KMG-Vorausrichtung. Und um jetzt eben die Ergebnisse 1:1 vergleichen zu können, muss ich natürlich auch die identische Ebene-Linie-Punktausrichtung durchführen. Dazu messe ich jetzt erstmal die Merkmale, die ich für diese Ausrichtung brauche. Das ist im Grunde die Ebene und die zwei Kreise hier. Die Linie bildet sich dann aus den Kreismittelpunkten über Abhängigkeiten. So, wegen dieser Spannvorrichtung könnte es jetzt hier leicht zu Kollisionen kommen. Das heißt, diese drei Merkmale, die werde ich jetzt manuell in den Messablauf einfügen. Danach allerdings möchte ich nichts mehr machen, dann darf der Polyworks Messablaufassistent für mich alles automatisch machen. So, das heißt, ich fange jetzt hier mal an. In dem Fall stoppe ich jetzt mal die Aufnahme. Dann gehe mal in die Eigenschaften von dieser Ebene auf Messungen. Würde jetzt hier schon sehen, das wären die Punkte, die er mir vorschlägt
und der Verfahrweg wird natürlich hier gleich eine Kollision ergeben. Aus diesem Grund passe ich das jetzt gar nicht großartig an. Ich mache das einfach neu und ich denke, das geht auch schneller. Ich sage erstmal hier, ich möchte mit 5 Punkten arbeiten, dass das analog zum mobilen Messablauf passt. Da wurde ja eben diese Ebene auch mit 5 Punkten gemessen für die Ebenheit. So, lösche die raus und setze jetzt einfach mal komplett von Hand. So, fange hier gleich an. Das war einer zu viel. So. So, das sollen meine 5 Punkte sein. Genau, dann ziehe ich das einfach mal hier rein in meinen Messablauf. Danach kommt nicht der Kreis 1, sondern der Kreis 2. Ja, warum? Ich bin dann am Ende meiner Messung, also wenn die Ebene A gemessen wurde, bin ich an der Stelle. Und da ist natürlich der Kreis 2 viel näher, deshalb messe ich den als nächstes. Ziehe das auch mal rein. Und dann kommt natürlich der Kreis 1. So, schauen wir uns das mal an. Und hier bekommen wir natürlich eine Kollision. Also er fährt dann vom Kreis 2 zum Kreis 1 und würde natürlich dann hier an der Spannvorrichtung Kollision fahren. Ja, wird auch hier gezeigt mit diesem Crash-Symbol. Und jetzt kann ich auch analysieren, also sprich, ich kann mir die Stelle anzeigen lassen, an der wirklich jetzt Kollision fahren würde, und zwar hier. So, genau, kann ich mir das simulieren lassen. Und noch schöner, ich kann mir gleich einen Geh-zu-Befehl automatisch einfügen lassen, um diese Kollision zu vermeiden, sprich, um dieses Hindernis zu umfahren. So, und sieh da, hat er schon gemacht. Auch hier in der Kollisionskontrolle alles grün. Und entsprechend kann ich das jetzt ab hier mal so ausführen. So, lass es die Simulation durchlaufen. So, jetzt kommt das Hindernis, wird umfahren und der zweite bzw. der erste Kreis wird gemessen. Jetzt drehe ich mal hier die Simulationsgeschwindigkeit hoch, dann geht es alles ein bisschen schneller. So. Naja, auf jeden Fall, jetzt haben wir alles gemessen, was wir für die Ausrichtung brauchen, für die Ebene Linie Punkt Ausrichtung. Und die kann ich jetzt entsprechend auch ausführen. Dazu zeichne ich wieder auf und mache entsprechend die Ausrichtung. Ebene, Linie und Kreismittelpunkt bestätigen und das war's schon. So, jetzt habe ich gesagt, ab der Stelle möchte ich jetzt nichts mehr von Hand machen. Das soll jetzt der Polyvox Messablaufassistent alles für mich übernehmen. Ja, dazu stoppe ich mal die Aufnahme wieder und mache jetzt hier Folgendes. Ich wähle jetzt erstmal alle Objekte aus, die noch nicht gemessen sind. Das heißt, alle meine Vergleichspunkte. Dann ist es noch die Ebene 2 und der Zylinder 1. Der Rest ergibt sich dann aus Abhängigkeiten. So, dann gehe ich in den Messablaufassistenten. Und sage hier, füg mir die ausgewählten Elemente in meinen Messablauf ein. So, und das war es auch schon. Ja, was hat er jetzt hier gemacht? Allerhand. Und zwar, es wurden hier einige Dinge vollautomatisch gemacht. Und zwar einmal der wirtschaftlichste Fahrweg von einem Objekt zum anderen wurde jetzt hier ermittelt. Gleichzeitig wurden auch weiterhin die Relativverkettung für diese Vergleichspunktenmessung eingehalten. Und, naja, die Tasterorientierungen wurden automatisch hier auch eingefügt. Und das Ganze eben unter Berücksichtigung des Kollisionsschutzes. Also es ist wirklich eine super Sache, dieser Messablaufassistent. Naja, und das kann ich eigentlich ab hier durchsimulieren lassen. Und ja, man sieht jetzt hier, wird alles von der bestehenden Tasterorientierung erstmal gemessen. Dann kommt automatisch der Tasterschwenk, dann wird von der Rückseite das gemessen. Die Vergleichspunkte und die Ebene. Und zu guter Letzt geht es dann noch rein in den Zylinder. Und fertig sind wir. Naja, fast. Einmal möchte ich noch eingreifen und zwar an dieser Position ist es der Messablauf zu Ende. Aber ich möchte jetzt noch frei fahren für das nächste Teil, das ich hier dann messen muss. Also frei fahren und dann nochmal auf die ursprüngliche Tasterorientierung zurückschwenken. Das ist aber recht schnell erledigt.
So, blenden wir alles aus. Also hier sind wir momentan. Das heißt, ich gehe hier jetzt wieder auf Aufzeichnen und füge eine G-Zu-Position ein. So, führe die aus. So, jetzt stehen wir hier und dann schwenke ich wieder zurück auf meine ursprüngliche Position. Greife ich direkt vom CAD-Modell ab. Und das war's. Messablauf fertig. Ja, wie sieht das Ganze hier jetzt aus? Schauen wir mal rein. Wir haben jetzt hier wirklich zwei Messabläufe und ich messe jetzt direkt das erste Teil durch. Also lege ein neues Teil an. So. Und das habe ich vorhin geschaut, dieses Cover, die Nummer 20. Und jetzt kann ich nämlich hier oben auswählen, und zwar mit welcher Vorlage, mit welcher Teilevorlage möchte ich das messen. Mobile Messsysteme, da könnte ich jetzt das nächste Teil wieder mit dem Arm durchmessen, wie wir schon gesehen haben. Oder eben jetzt hier, CNC. Dann fülle ich jetzt hier den Rest noch aus, gebe noch mein Kürzel ein und das Gerät. Das ist die Wenzel Smart. So, und hier unten ist eben der entsprechende Messablauf noch mit dabei. Den starte ich aber manuell. Das hat er das hier nicht übernommen. Cover 20. So, jetzt aber erzeugen. Ja, und dann kann es auch schon losgehen. Starte ich den Messablauf. Und dann muss ich eben diesen einen Kreis messen von Hand, um die translatorischen Freiheitsgrade noch zu sperren. So, den fahre ich jetzt nur grob mittig an. Das müsste schon so reichen. Ja, und dann kann ich den Messablauf starten. Und los geht's. Ja, und dann bin ich eigentlich auch schon am Ende angelangt. Messablauf steht. Teile werden jetzt gemessen, die messe ich jetzt nacheinander durch. Und jetzt haben wir auch schon wieder wirklich tolle Funktionen gesehen mit den Teilevorlagen. Das ist wirklich ein mächtiges Tool. Wir haben gesehen, man kann mit den Teilevorlagen rückwirkend Änderungen auf bereits gemessene Teile anbringen. Man kann für zukünftige Messungen auch Änderungen anbringen, ohne dabei ein Teil zu öffnen und dieses zu verändern. Und wir haben jetzt noch mal was gesehen, wir können in einem Projekt mit mehreren Teilevorlagen arbeiten. Wie jetzt in diesem Beispiel hier, da haben wir jetzt zwei Teilevorlagen für zwei völlig unterschiedliche Messsysteme. Ja, und somit bin ich am Ende angelangt und Niklas, bitteschön. Gut, dann loggen wir uns schon ein. Ja. Haben wir hier, hast Dashboard gemacht, oder? Richtig, wir haben ein Teil konstruieren lassen und auch schon die ersten anfertigen lassen. Oh, es geht jetzt sind's um da. Es geht um Schulungen für E-Learning, ja, ich weiß, online ja. Sowie offline. Und ich würde euch bitten, euch das mal durchzugucken, gucken, ob wir das im großen Stil beauftragen können. Ich muss schon wieder runter. Schauen wir uns an. Ja, alles klar. Danke dir. Gut, danke, Niklas. Ja. Das ist jetzt die im Data Loop, weißt du, für die Schulung wollten wir doch Cover machen, ja. Schönes Teil, Teile. Genügend Datensätze. Wie sieht denn das aus? Zeig mal, kannst du was zeigen? Das Teil an sich, meinst du? Ja. Das sieht, warte, das suchen wir doch schön. Wir haben es genannt, Linda 8831 müsste das heißen. Gut, jetzt auch da reinklicken können, aber hier ist es. Dieses, genau. Habe ich schon mal gesehen. Das haben wir jetzt fräsen lassen, das ist jetzt da und jetzt haben sie auf jeden Fall auch Datensätze erzeugt oder beziehungsweise gemessen, wie es aussieht mit dem Faro-Arm, mit dem Roma-Arm und auch mit der Messmaschine ein paar. Und wie viele Teile haben wir jetzt? Wie viele Teile haben wir? Cover 19, über 20, ja. Also eine ganze Reihe an Datensätzen, das reicht gut. Gut für die Schule. Wenn wir bloß schön schauen, ob die Messwerte, ob das auch so passt, nicht, dass da irgendwelche ganz komischen Sachen dabei sind. Diese Ausrichtebene da? Ja, das sieht so aus. Also oben ist natürlich Ausrichtebene immer sehr, sehr glatt bei allen Teilen, glatt gefräst. Unten haben wir Messpunkte, Flächenpunkte, die schwanken ein bisschen, ist auch gut so. Soll so sein, ja. Und, da haben wir außerhalb welche, gell, hier unten. Ja. Aber es ist nicht schlecht, also wenn das, oder? Ja, Zylinder. Ja, dann haben wir auch für die Schulung jetzt die Messwerte, Prüfung. Die mal außerhalb der Toleranz sind für die Prüfung. Ganz ist gut, das dann ganz gut geeignet. Wir dürfen gar nicht so viel erzählen wegen Prüfung. Ja? Die schauen alle zu, wir dürfen wegen Prüfung nicht so viel erzählen.
Gut, aber und hier ist das Teil. Ich finde mit Hilfe von Polyworks 2020 ein sehr schöner, ein sehr schlanker Prozess. Die Corona-Pandemie ist natürlich auch an uns nicht vorbeigegangen. Wir haben deutlich weniger Präsenzschulungen gehabt, teilweise gar keine mehr, dafür aber deutlich mehr Webinare und Online-Schulungen. Die Zeit haben wir genutzt und haben ein E-Learning entwickelt. Deswegen, oder unter anderem deswegen, gehen wir jetzt gestärkt aus der Krise hervor. Gestärkt zum einen wegen unserer Präsenzschulungen. Die finden weiterhin bzw. jetzt wieder statt in Lindau, in Leipzig oder bei Ihnen vor Ort. Dabei achten wir natürlich sehr darauf, dass die Vorgaben der Bundesregierung und der zuständigen Landesregierungen eingehalten werden. Und wir selber haben auch ein Konzept entwickelt, wie wir die Ansteckungsgefahr minimieren. Gestärkt sind wir auch, weil wir jetzt wissen, wie gut unsere Webinare und Online-Schulungen funktionieren, nämlich sehr gut. Unsere Lieblingstools sind im Moment Microsoft Teams und der TeamViewer. Die Dauer von solchen Online-Schulungen variiert zwischen 4 Stunden und mehreren Tagen. Und der große Vorteil davon ist, auch wenn es mal nach der Pandemiezeit ist, man hat keine Reisezeiten und man ist zeitlich deutlich flexibler. E-Learning, auch etwas, was wir für die Zukunft forcieren. Das erste E-Learning ist so gut wie fertig. Das wird unsere Polyworks Inspektor Grundschulung sein. Hier haben wir eine Kombination aus einer Selbstlernphase, aus Webinaren und aus einem Präsenzteil, also so ein klassisches Blended Learning. Zusätzlich, wenn jemand in der Selbstlernphase Unterstützung braucht, steht unser Support zur Verfügung. Ein großer Vorteil sehe ich in der zeitlichen Flexibilität. Die Teilnehmer können jetzt nicht mehr nur dann lernen, wenn ein Trainer zur Verfügung steht, sondern immer, wenn sie möchten. Mehr E-Learnings werden wir demnächst veröffentlichen. Gestärkt aus der Krise gehen wir auch wegen unserer Consulting-Spalte. Schulung und Support ist hier nur ein Teil von dem, was wir anbieten. Zwei weitere Beispiele wären die Messprozessoptimierung oder eine Lösung für Ihr Messdatenmanagement. Was bedeutet das jetzt für Sie? Wir sind weiterhin für Sie da. Mit Schulungen, wo und wie es Ihnen am besten passt, mit unserem Support, mit Beratung, speziell mit Ihren Fragestellungen oder zu Ihren Fragestellungen und mit einer Lösung für Ihr Messdatenmanagement. Wenn Sie uns erreichen möchten, ich meine, viele von uns kennen Sie ja schon, aber jetzt speziell zum Thema Schulung, die DUWE 3D-Rufnummer mit der 121 hinten oder schulung@duwe3d.de oder eben die Person, die Ihnen bei DUWE 3D am liebsten ist, der Kontakt wird Ihnen sicherlich vermittelt und dann hergestellt. Ich übergebe jetzt an Klaus, der hat noch ein paar wichtige weitere Informationen für Sie. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit, bleiben Sie gesund, tschüss. Ja, vielen Dank dir, Niklas. Hier schon die wichtigen Fragen notiert. Ja, ich hoffe, Sie konnten so ein bisschen sehen, was man mit Polyworks 2020 alles anstellen kann in diesem Workflow und wie man auch seine Zusammenarbeit gut und effizient organisieren kann. Es bleibt noch ein Themenfeld offen, da möchte ich Ihnen noch ein paar Fragen beantworten. Und zwar haben uns natürlich sehr, sehr viele Fragen in den letzten Wochen erreicht zum Thema Anwendertreffen 2020. Wir hatten ja unser Anwendertreffen 2020 wegen der Corona-Pandemie vom März diesen Jahres erstmal in den Oktober geschoben. Es war natürlich nicht möglich, es im März durchzuführen. Das war sozusagen auch verboten, diese Veranstaltung zu machen und auch wegen der akuten Ansteckungsgefahr nicht möglich. Jetzt ist es nun allerdings leider so, dass das Hygienekonzept der Inselhalle auch im Oktober eine Veranstaltung in dem Rahmen, wie wir sie jetzt vorhatten oder auch geplant haben, leider nicht erlaubt. Das heißt, wir können unser 19. Anwendertreffen eben nicht wie jetzt verschoben im Herbst, also im Oktober, stattfinden lassen, sondern müssen Sie weiter auf den März 2021 vertrösten und werden es also quasi um ein ganzes Jahr verschieben. Und das 19. Anwendertreffen findet nun am 17. bis 18.03.2021 am Bodensee statt. Diesen Termin können Sie sich jetzt getrost in die Terminbücher schreiben, denn
wir kennen jetzt sozusagen die Hygienemaßnahmen und auch die Auflagen und die Richtlinien der Inselhalle. Die sind natürlich sehr, sehr dynamisch und können sich jederzeit verändern. Aber wir werden auf jeden Fall ein Anwendertreffen durchführen, ob es in derselben Form ist, wie Sie es vielleicht kennen oder wie wir es gerne dieses Jahr durchgeführt hätten. Das kann ich Ihnen noch nicht hundertprozentig versprechen, aber es wird auf jeden Fall stattfinden. Und jeder, der bisher angemeldet ist, behält auch seinen Platz. Die Anmeldungen behalten ihre Gültigkeit. Also wenn Sie daran weiterhin teilnehmen können und wollen, dann müssen Sie nichts tun. Sie haben natürlich aber jederzeit die Möglichkeit, wenn Sie sagen, 17. oder 18.3., das passt mir jetzt gar nicht oder ich kann das nicht machen oder kann nicht daran teilnehmen, sich bei uns zu melden und sich jederzeit abzumelden, kriegen Sie auch Ihr Geld zurück, verlieren natürlich auch Ihren Platz dann. Und Details zur Veranstaltung können wir Ihnen im Moment noch nicht bieten, ist natürlich auch noch ein bisschen früh. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Zeit, bis März uns da ein schönes Konzept und Programm zu überlegen. Wir werden das wie sonst auch immer Richtung Herbst veröffentlichen. Bis dahin sollten auch die konkreten Auflagen etwas mehr ersichtlich sein. Und dann können wir diese Details veröffentlichen. Dann werden wir auch die Anmeldung wieder ermöglichen. Im Moment haben wir die jetzt erstmal auf Eis gelegt. Wie gesagt, wer angemeldet ist, der behält seinen Platz. Aber wir wissen noch nicht hundertprozentig, mit wie vielen Teilnehmern wir in die Veranstaltung dann starten können. Aber all das, das sehen wir im Herbst klarer. Und dann gibt es auch wieder die Anmeldung. Und dann können Sie sich wie gewohnt dazu auch neu anmelden. Ja, soviel zum Anwendertreffen. Jetzt hatte ich Ihnen ja versprochen, dass Sie Fragen im Chat stellen können und dass wir die Ihnen beantworten. Ich habe jetzt hier einen Zettel gereicht bekommen, drüben von den Kollegen. Die haben auch schon zum Teil ein bisschen was beantwortet und sind aber noch ein paar Fragen im Chat offen geblieben. Eine war zur Teilnehmerbestätigung für dieses Live-Event, ob das möglich ist. Ja, das ist möglich, melden Sie sich einfach. Also wenn das jemand braucht, können wir das ersehen, dass Sie da waren und das geht. Eine andere Frage betrifft Polyworks 2020. Und die Frage ist, kann man Polyworks 2020 parallel zu älteren Versionen installieren und ist es nutzbar? Die Antwort ist jetzt etwas komplexer, also die kurze Antwort ist ja, kann man. Man muss aber aufpassen, wie man das tut. Denn es ist durchaus möglich, Polyworks 2019 und 2020 oder eine andere Version parallel zu installieren. Bei der Installation ändert sich aber erstmal per Standard das Programm, mit dem Polyworks-Projekte geöffnet werden, das auf 2020. Öffnet man jetzt damit ein Polyworks-Projekt und speichert es ab, also dann hat man ein Problem, man kann nämlich nicht rückwärtskompatibel jetzt in Polyworks 2019 dieses Projekt wieder öffnen. Das heißt, man kann das tun, wenn man vorsichtig ist, was man da tut. Man kann auch jedes Polyworks-Projekt öffnen mit der Polyworks-Version 2019. Es wird auch eine Warnung mittlerweile angezeigt in der Version, wenn man ein altes Projekt mit der neuen Version öffnet. Aber wenn man halt zweimal zu viel klickt, dann ist das Projekt konvertiert und nicht mehr in der alten nutzbar. Ja? Also machen Sie sich da lieber Kopien und ja. Aber natürlich, das nutzen viele Polyworks 2020 parallel, zum mal schauen, ob das da auch möglich ist. Und dann switchen Sie erst um. Vielleicht nicht gerade an jedem Rechner, sondern machen Sie es an wenigen. Dann war noch eine weitere Frage zur Berechnungszeit KMG. Die war jetzt leider im Chat wohl etwas abgeschnitten. Von dem her kann ich jetzt nicht genau erkennen, was damit gemeint ist mit Berechnungszeit KMG, ob die optimiert wird. Ich kann nur allgemein was dazu sagen. Wir sind auf dem KMG-Bereich seit einigen Jahren sehr, sehr intensiv in der Entwicklung und vor allen Dingen in Innovmetrik auch mit an Bord in der Entwicklung. Da die Funktionen, die schon existieren, zu optimieren, also nicht nur neue Funktionen hinzuzufügen, sondern die existierenden zu optimieren. Das betrifft natürlich auch die Zeiten, also zum Beispiel sowas wie die CNC-Verfahrwege. Das ist nicht Polyworks 2020 spezifisch, das war jetzt in den letzten Intermediate Releases, dass man die Anfahr- und Abbremsgeschwindigkeiten optimiert hat und so ein Schleifen eingebaut hat, dass über Punkte hinweg die Geschwindigkeit konstant bleibt und dann nicht immer an jedem Punkt dann irgendwie anhält und solche Sachen. Also da wird ständig was optimiert. Auch die Verfahrwege an sich, da haben wir ja was, dass man sagt, okay, ich muss jetzt nicht hier Kreis 1 messen, dann Kreis 5 da drüben, dann Kreis 3 hier und so, sondern dass er das in eine sinnvolle Reihenfolge bringt, auch da wird optimiert. Ich weiß aber nicht, ob es vielleicht auch auf die Extraktion von Merkmalen abzielt, weil Berechnungszeit steht.
Es dauert natürlich auch eine gewisse Zeit, Merkmale zu extrahieren. Im taktilen Bereich ist das jetzt weniger ein Problem. Also da hat man wenig Datenpunkte zum Extrahieren. Da spielt eigentlich die Zeit, zumindest in Polyworks, weniger eine Rolle. Bei Scans kann das natürlich anders aussehen. Und es ist auch unabhängig davon, ob wir jetzt von CNC-Maschinen sprechen oder von Scannern auf handgeführten Geräten wie jetzt Armen. Es ist wie so ein kleiner Wettlauf eigentlich. Also die Scannerhersteller bauen natürlich immer bessere, hochauflösendere Scanner, die natürlich dann auch mehr Daten liefern. Mehr Daten bedeutet wieder, für die Extraktion muss ich mehr Daten berücksichtigen, um meine Merkmale zu extrahieren. Das wiederum braucht mehr Rechenpower und dauert einfach länger. Aber auch da sind wir und Innovmetrik natürlich ständig dran, diese Extraktionen zu optimieren. Und ja, je nachdem, wer da immer vorne liegt. Also wir haben da schon große Schritte gemacht, auch die Extraktion wirklich zu beschleunigen. Nichtsdestotrotz, je höher auflösender Sie scannen und je mehr Daten Sie aufnehmen, desto länger dauert es auch. Aber das ist auf jeden Fall ein Feld, was optimiert wird und was uns auch sehr gut bewusst ist. Gut, ansonsten habe ich jetzt hier nichts mehr, was, glaube ich, hier hergehört. Vielen Dank für Ihre Beteiligung und für Ihre Fragen. Sie wissen ja, wir sind jetzt nicht nur in diesem Live-Event für Sie da, Sie können auch jederzeit an uns Fragen stellen, egal ob technischer oder organisatorischer Art. Sie erreichen uns, Sie können mir auf LinkedIn schreiben, ich habe jetzt gerade eine Nachricht in LinkedIn bekommen, vielen Dank für das Feedback, schon aus diesem Livestream. Sie erreichen uns natürlich über unsere Homepage, über E-Mail, Telefon, die Kanäle, die Sie kennen, unser Support ist für Sie da. Also fragen Sie einfach weiter und dann können wir Sie auch individuell beantworten. Wir beantworten auch im Moment Fragen, die öfters kommen oder Themen, die von allgemeinerem Interesse sind, gerne per Videos. Sie haben da bestimmt was gesehen bei uns auf YouTube, also abonnieren Sie gerne unseren Kanal. Da kommt jetzt immer wieder Neues hinzu und haben auch in dem Portal, was Ihnen der Herr Stefan vorhin gezeigt hat, auch die Möglichkeit, hier nochmal Inhalte zu platzieren für Sie. Also fragen Sie weiter, das gibt uns wertvolles Feedback, was Sie interessiert und was wir für Sie vorbereiten und aufbereiten dürfen. Ja, ansonsten darf ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich habe vorhin schon ein bisschen über die Zahlen geschaut. Es ist toll, wie viele Leute dabei waren und wie viele Leute auch dabei geblieben sind bis zum Ende. Wir kommen jetzt langsam, Uhr haben wir keine, langsam zum Ende. Wie gesagt, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank auch an mein gesamtes Team, an DUWI3D, die das hier vorbereitet haben. Sie haben bestimmt gesehen, also so ein Workflow muss gut vorbereitet sein. Und da ist auch einiges an Vorbereitungsarbeit reingegangen von den Kollegen. Die haben sich wirklich da viel Mühe gegeben, das für Sie verständlich vorzubereiten. Auch die ganze Technik ist gar nicht so einfach mit diesem Hin- und Herschalten und verschiedene Sprecher und sowas. Hat aber sehr, sehr gut funktioniert. Also vielen, vielen Dank ans DUWI3D-Team. Vielen Dank an Sie, liebe Kunden, dass Sie dabei waren. Und wir hoffen, dass wir das mal bald wiederholen können und auch diese Livestreams in Zukunft zu unserem Kommunikationsrepertoire mit Ihnen gehören. Bleiben Sie gesund und bis dahin viel Spaß mit Polyworks 2020. Dankeschön.